Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserer-Oldorf. Ich habe hier eine Eckumlenkung und da ist das Stahlband gebrochen. Gut, was werde ich jetzt machen? Ich werde jetzt erstmal eben hier die Sachen ausnieten und dann das Teil auseinanderbauen. Dementsprechend neues Stahlband einsetzen und dann sollte das Ganze wieder funktionieren. Gut, dann mache ich mich jetzt mal eben ran und ja, dann zeige ich das nochmal gleich so, wie das aussieht. Ich habe jetzt die Teile entfernt, ausgenietet. So, das was ich jetzt nochmal, die sind zwar alle gleich, aber dennoch ist es so, dass ich die gerne kennzeichne, damit ich immer wieder weiß, wo was hingehört. So. Was ich auf alle Fälle, der kommt wieder auf diese Seite und der hier kommt auf die andere. Hier habe ich das auch ausgenietet. Jetzt kann man hier sehen, dementsprechend gebrochen ist. Na gut, gucken wir gleich mal eben. So, jetzt müssen wir mal eben hier noch die Nieten aufmachen, denn die Teile eben rausnehmen, neue machen, wieder reinsetzen und dann sollte das Ganze funktionieren. So, damit das jetzt hier gleich nicht so schmierig wird, mache ich die noch mal eben ein bisschen sauber. So, das war's dann und jetzt mache ich mich mal eben dran. Die Teile sind wieder zusammen, wieder alles eingenietet, funktioniert wieder auch alles einwandfrei, hier auch. Eben kann man das auch sehen, wenn ich hier schiebe, bewegt sich der. Ja, das war es soweit von meiner Seite aus. Die Eckumlenkung ist wieder heile. Ja, und dann freue ich mich schon wieder auf meinen nächsten Auftrag.